Ja, ich bin der Patrick, ich bin 28 Jahre alt und habe den Beruf Koch gelernt. Warum ich hier im Wendepunkt bin, ist, weil ich unter Geburt mit Sauerstoffmangel leide und starken Asthma. Ja, und dadurch richtig Probleme habe, in meinen Alltag reinzukommen. Ja, meine letzte Arbeitsstelle war nicht so berauschend, da ich von meinen Arbeitskollegen sehr gemobbt worden bin, weil ich vieles vergessen habe und vieles falsch gemacht habe. Und das tat mir halt sehr, sehr weh, wie manche Leute mit mir umgehen. Mein soziales Umfeld unter Freunden und sowas habe ich leider dadurch alles verloren, weil ich sehr mich gehen lassen habe in der Zeit. Meine Familie geht sehr ordentlich damit um. Also was ich mag, dass es gerne Tischtennis ist, da wo ich auch relativ sehr gut spiele. Ich kriege auch Lob von meinen Kollegen im Tischtennisverein. Ich bin zwar psychisch krank, aber ich bin ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Ich bin halt nur ein bisschen eingeschränkt und ich meister mein Leben auch so, wie ich mir das wünsche und wie ich das auch mache. Und darauf bin ich stolz. Also ich bin Conny, 19 Jahre alt, habe nach der 10. Klasse ein FSJ gemacht, danach eine Ausbildung zur Altenpflegerin angefangen, musste die allerdings abbrechen durch die Erkrankung. Mein soziales Umfeld halt hatte auf meine Krankheit nicht so gut reagiert, beziehungsweise habe ich es halt nicht allen erzählt. Leider ist der Kontakt zu meinen Eltern nicht vorhanden, das echt schwierig ist. Das schwierig ist, weil sie es nicht respektieren können, meine Krankheit und dass ich hier die Hilfe brauche und dass es gut ist, die Hilfe zu bekommen. Psychiatrie und dann Depressionen, das ist einfach so leider ein Tabuthema. Aber ich merke, dass es ganz wichtig ist, einfach auf die Ressourcen und Fähigkeiten, die vorhanden sind, darauf zu lenken. Die Depression ist ein Punkt und deswegen bin ich auch hier, um damit umzugehen zu dürfen. Zum Beispiel werden wir hier zusammen singen oder mal malen, basteln. Dieses Kreativität, das ist echt cool. Das sind Sachen, die mir echt Spaß machen. Das ist auch alles ein Teil von mir. Und das ist einfach schön, sein zu dürfen, wie ich bin. Denn ich bin nicht nur meine Krankheit, ich bin nicht nur die Depression. Und ich bin Conny und ich bin nicht nur psychisch krank, sondern ich bin einfach ein Mensch, der die auch leben möchte. Mein Name ist Timo Weck, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe 2 Semester Physik studiert, bevor ich das Studium dann abbrechen musste wegen der Krankheit. Also zum einen habe ich halt starke depressive Episoden gehabt. Ich habe auch sehr viel mit Ängsten zu tun, mit sozialen Ängsten. Und das ging später dann so weit, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Mein soziales Umfeld hat sehr gut reagiert, wie ich finde. Viele haben mir Mut gemacht und viele beten auch für mich. Auch die ganze Familie eigentlich solidarisiert sich total mit mir. Also ich bin mehr als psychisch krank, weil ich ja nicht alles verlernt habe. Also ich kann zum Beispiel Schlagzeug spielen. Ich bin ein Denker, kann gut logisch denken und es macht mir auch Spaß, logische Rätsel zu lösen oder mathematische Gleichungen zu lösen. Und ja, ich bin mehr als eine Diagnose, weil ich eben ein ganzer Mensch bin mit Gefühlen, mit Emotionen. Depression hört sich immer so schlimm an, aber es ist, man durchläuft da ja wirklich auch schwere Phasen, aber am Ende kann einen das auch stärken. Ja, also man kann auch viele Dinge daraus lernen und damit man schon demnächst früher erkennt, was man tun kann, damit es einem besser geht. Ich bin Malte, ich bin 22 Jahre alt und ich leide an Depressionen und ADHS. Das war schon seit der Grundschule eigentlich Thema. In der Ausbildungszeit ist das dann heftiger geworden, bin ich einfach vergesslich gewesen, unpünktlich oder... Man hat die gesagt, hey, wenn sich nichts ändert, schmeiß mal dich raus. Und dann habe ich halt mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, wir müssen nochmal zum Psychiater gehen. Und dann kam relativ schnell raus, mittelgradige Depression, das Medikament, die Klinik, schauen, dass man das in den Griff kriegt. Ich brauche nicht irgendwelche Medikamente, die mich ruhig stellen, sodass ich irgendwie in das Raster reinpasse. Ich brauche einfach nur jemanden, der mir zuhört. Nicht alle Depressiven brauchen gleich irgendwie eine Psychiatrie oder eine Klinik oder so, sondern man braucht einfach mal ein offenes Ohr, jemand, der zuhört, jemand, der das versteht und der versucht, einen ein bisschen zu motivieren und wieder ein bisschen aus seiner Höhle rauszulocken. Wir als psychisch kranke Menschen sind nicht die total Verrückten, so wie das in irgendwelchen komischen Horrorfilmen oder in Hollywood irgendwie dargestellt wird, sondern wir sind ganz normale Menschen. Wir sind halt einfach krank und wir haben Schwierigkeiten und brauchen da einfach ein bisschen Unterstützung.
Meine Krankheit definiert nicht meinen Charakter, also das ist nur ein Teil von mir. Aber ich bin ja trotzdem ein ganz normaler Mensch. Ich habe Hobbys, ich habe Interessen, ich mag einen minimalistischen Lebensstil, ich brauche einfach nicht viel, ich bin mit wenigen Sachen zufrieden, bin Vegetarier, jongliere gerne, ich gehe gerne spazieren, Fahrrad fahren, Fußball spielen. Also ich bin ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Hobbys. Ja, hallo, ich heiße Bianca, ich bin 41 Jahre alt, ich bin Erzieherin. Durch die Depression bin ich seit September 2015 arbeitslos. Und war seitdem jetzt auch ein paar Mal in der Psychiatrie. Mein Vater war Alkoholiker, mein Bruder ist heute Alkoholiker. Meine Eltern haben psychische Probleme selber auch. Ja, also bei mir ist auch, dass es teilweise auch ein bisschen Richtung Borderline geht. Ich habe große Probleme damit, eben Antrieb, dass ich dann viel im Bett liege, dass ich mir ständig Sorgen mache um die Zukunft und wenn ich so in die Probleme reinkomme, dass ich dann auch stark eben einen Selbsthass habe. Auch wenn ich jetzt psychische Probleme habe, ist es jetzt nicht so, dass nur jetzt darauf fixiert ist, sondern es ist auch ganz viel Lebensfreude in meinem Leben. Es ist mal mehr, mal weniger, je nachdem, was für Probleme von außen kommen. Was mir sonst auch sehr gut hilft eben, ich spiele sehr, sehr gerne mit Freunden. Also ich unternehme sehr gerne was mit Freunden, dass ich irgendwie weggehe oder ins Kino gehe. Ansonsten bin ich sehr kreativ. Ich bastel gerne, backe gerne, koche gerne und lese gerne. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt wirklich richtig aufwärts geht und dass ich wieder neuen Lebensmut fasse und ja, auf jeden Fall nach vorne schauen. Und wenn man sich immer nur auf die schlechten Dinge konzentriert, dann wird es immer schlechter. Aber je mehr man sich auf die positiven Dinge konzentriert, dann kann es auch aufwärts gehen.